Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar haben wir heute mal wieder einen Hersteller, den wir auf diesem Kanal noch nie hatten, was ja mittlerweile mit unserer Geschichte schon etwas selten geworden ist. Und zwar haben wir hier von Kiyi World einen ferngesteuerten Geländewagen in einer eher gewagten Farbe. Er ist natürlich an den Ford Raptor angelegt, sieht man auch an dem Ford. Hätte man wie immer nicht unbedingt gebraucht, sind aber höchstwahrscheinlich auch Sticker, wenn ich mir das so anschaue. Dementsprechend können wir das sicherlich auch weglassen. Auf jeden Fall haben wir hier die K96108, 345 Teile ab 6 plus geeignet. Und wenn wir uns das Ganze so anschauen, haben wir hier oben nochmal einen Scan-Code bzw. einen QR-Code für iOS und Android. Ich weiß jetzt nicht, wofür der ist, weil es sollte auch eigentlich eine Fernbedienung für die Fernsteuerung mit drin sein. Es kann aber auch sein, dass es da noch optional eine App gibt. Weiß ich nicht, werden wir zusammen noch erkunden. Auf der anderen Seite ist es relativ unspektakulär. Hier haben wir nochmal den Lernfaktor dieses Sets abgebildet. Könnt ihr euch hier alles gerne nochmal durchlesen, wenn ihr möchtet. Das sind so die Standardsprüche und auch wirklich gute Faktoren, warum Klemmbausteine wertvoll sind für Leute. Und hier unten haben wir nochmal den Produzenten stehen und die verschiedensten Warnhinweise. Aber die Rückseite ist nochmal spannender, denn hier sehen wir nochmal die Fernbedienung, ein An- und Ausschalter und die Fernbedienung abgebildet. Und dann sehen wir hier noch, es kann tatsächlich mit der App auch gesteuert werden. Das schauen wir uns auf jeden Fall alles noch zusammen an. Aber ich mache jetzt erstmal die Packung auf und dann gucken wir uns die Tüten und die Anleitung zusammen an. Die Packung hat mir bisher sehr gefallen, weil man kann sie zerstörungsfrei öffnen. Und in der Tüte finden sich schon mal mehrere Dinge. Einmal hier so eine große Tüte, wo mehrere kleine Teiletüten drin sind. Die Teile gefallen mir farblich schon mal recht gut. Also ich finde das ein sehr schöner lila Ton und auf den ersten Blick sehen die auch gut aus. Über die Qualität beim Bau können wir natürlich dann erst sprechen, wenn ich es auch wirklich baue. Dann haben wir hier noch die Fernbedienung mit drin. Die gefällt mir auf den ersten Blick eigentlich auch ganz gut. Die gucken wir uns aber dann auch noch später bei den Tests genauer an. Und dann haben wir einmal die Basis von dem Raptor. Das ist hier so eine große Akkubox und ich muss sagen, die ist relativ stabil, auch wirklich größer als erwartet. Und es ist eben wirklich eine Akkubox und keine Batteriebox. Heißt, wir können das Ganze aufladen und da müssen keine Batterien rein. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ansonsten findet sich wie vermutet noch ein riesengroßer Stickerbogen drin. Die werden bei mir ehrlich gesagt nicht raufkommen. Ich finde sie jetzt aber auch nicht allzu schlimm. Es ist ein Spielset. Es soll draußen rumfahren, aber gerade da sollten eigentlich nicht unbedingt so viele Sticker drauf sein. Weil ich denke, wenn die doch mal ein bisschen Feuchtigkeit oder ähnliches abbekommen sollten, werden die recht schnell abgehen. Weil von dem ersten Eindruck ist das auch nicht die beste Stickerqualität. Und dann haben wir hier noch die Anleitung und die überzeugt mich bisher wirklich sehr. Einmal ist die natürlich klammergebunden. Dann ist es eine wirklich schöne Papierqualität, die wir hier haben. Und ich finde auch das Tempo, was in der Anleitung an den Tag gelegt wird, von den Bauschritten sehr gut. Es wird in dieser Anleitung als ausgegraut, was schon gebaut wurde, was noch gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Und insgesamt hat die Anleitung 30 Seiten. Hier haben wir auch nochmal eine Teileliste. Könnt ihr ja gerne nochmal das Video anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Positiv fällt bei der Teileliste auf, hier ist außer den Farben, die man in so einem Fahrzeug vermutet, nichts versteckt. Auf der 28. Seite haben wir nochmal ein Bild von dem fertigen Set und auf der 27. Seite den letzten Bauschritt. Und insgesamt haben wir hier 48 Bauschritte auf diese 345 Teile. Ich bin mal gespannt, wie es sich danach bauen lässt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Bau. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche auf jeden Fall wie immer viel Spaß. Und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt Nummer 29, sind ungefähr bei der Halbzeit angekommen von den Teilen, die wir gebaut haben. Und es gibt ein paar Sachen, über die ich meckern muss und ein paar Sachen, die ich wirklich loben kann. Fangen wir mal mit was Positivem an und das ist die Bauanleitung, wie schon der erste Eindruck war. Also ich finde die wirklich sehr gut gemacht, danach lässt sich sehr gut bauen und gerade für solche Sachen hier liebe ich die Bauanleitung, dass dort eben bei so einem großen Teil, was man vorne nochmal aufsetzt, nochmal gezeigt wird, hier wird es befestigt und man es dann gar nicht falsch aufsetzen kann. Die Anleitung ist wirklich sehr gelungen. Dann haben wir ein paar Sachen, die ich einfach interessant finde, ohne Wertung. Also sie sind interessant, habe ich so noch nicht gesehen. Sie sind weder schlecht noch gut. Es muss sich einfach zeigen in der Zeit, wie die Lösung dann funktioniert. Einmal ist was Interessantes dabei. Und zwar haben wir hier vorne im Fahrwerk dieses Teil drin. Das ist im Endeffekt dieses Teil hier, nur dass das aus Gummi besteht und dass es anstatt der Pin-Aufnahmen zwei Achsaufnahmen hat. Das haben wir zweimal hier verbaut, einmal eben rechts und einmal links im Fahrwerk. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Sache gewesen, um da ein bisschen Spannung rauszunehmen. Das hat mir an und für sich sehr gut gefallen. Dann haben wir was, was ich ein bisschen fragwürdig finde von der Konstruktion. Und zwar haben wir hier unten diesen Teil, der noch sehr wackelig drauf ist. Das Problem ist, das ist nur mit einem Pin hier festgemacht. Und dann dieser Teil der Verkleidung, der eben in lila ist, ist dann wiederum nur mit einer C-Clamp
hier an der Stange festgemacht, die eben nur an einem Pin festgemacht ist. Ob das wirklich so stabil wird am Ende und nicht abfällt, muss die Zukunft zeigen. Man muss aber auch sagen, es hat hier vorne noch viel mehr gewackelt, bis die Frontpartie hier drauf gesetzt wurde. Also mit der Motorhaube und den Radkästen. Die haben wir in einem Teil gebaut und dann hier eben nur noch drauf gesetzt. Und da muss ich sagen, ist es schon einfach dadurch, dass es so ein bisschen eingerahmt ist, stabiler geworden als vorher, wo es wirklich noch frei hing. Über die Teilequalität muss ich sagen, naja, die ist leider nicht die beste. Die Klemmkraft lässt teilweise zu wünschen übrig. Für den Bau reicht es dann am Ende, weil hier klug gebaut wird und viele Ebenen übereinander geschichtet werden. Aber trotzdem sind die Steine an und für sich auf einem schlechten Sluban-Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich schon echt mehr Freude gehabt mit anderen Steinen beim Bauen. Auch vom Aussehen sind es leider nicht die besten. Wir haben hier viele Kratzer dabei, offensichtliche Angusspunkte an allen Stellen eigentlich. Also aussehensmäßig überzeugen mich die Steine leider auch nicht. Da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, wenn der Hersteller hier auf dem europäischen Markt noch ein bisschen vorankommen will. Es ist jetzt dadurch nicht unbaubar, wir haben auch keinen Film oder sowas, dass sich die Steine schlecht oder eklig anfühlen drauf, sondern es ist halt wirklich die Qualität, die dann ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Trotzdem ist hier noch nicht Hopfen und Malz verloren, hier ist noch sehr viel Potenzial drin und ob es das Set schafft, dieses Potenzial auszunutzen, sehen wir dann gleich, wenn wir uns mit dem fertigen Set wiedersehen. Wie gesagt, das war ungefähr Halbzeit, gleich seht ihr das fertige Set und dann reden wir nochmal drüber, machen auch nochmal einen kleinen Test und wie immer eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung, ihr seid das ja mittlerweile gewohnt. Und fertig ist schon unser Geländerwagen in der gewagten Farbe. Und so wie ihr ihn seht, seht ihr, dass er auch schon ein paar Verschmutzungen und Gebrauchsspuren hat. Das liegt daran, dass ich ihn wirklich ausführlich getestet habe, damit ich auch wirklich was dazu sagen kann. Also ich habe ungefähr 10 Stunden jetzt an Fahrzeit mit dem Fahrzeug, beziehungsweise ungefähr eine Stunde davon ich, wo auch ein paar Aufnahmen entstanden sind, die ich euch nochmal mit hinterlegen werde. Und die restliche Zeit sind es meistens die Kinder von befreundeten Familien gewesen, die eben auch das Teil mal ausführlich testen konnten, damit ich euch auch sagen kann, was das Fahrzeug so im Spielbetrieb drauf hat. Generell nur noch mal ein ganz kurzes Wort zum Bau und das ist genauso wie im Zwischenbauschritt. Wir haben keine Fehler in der Anleitung, der Bau macht soweit Spaß, aber die Teilequalität lässt teilweise von der Klemmkraft ein bisschen zu wünschen übrig und das wird einem dann auch beim Spielen teilweise ein bisschen zum Verhängnis. Deshalb hat das Fahrzeug auch Einsatzbereiche, für die es gut geeignet ist und Einsatzbereiche, für die es nicht gut geeignet ist. Aber generell nochmal, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Wir haben ja hier die Fernbedienung, da habe ich ja gesagt, da reden wir auch nochmal drüber. Und die ist wirklich sehr einfach aufgebaut. Wir haben nur einen Schiebeschalter für On und Off, haben die Tasten zum Lenken, also nach rechts, nach links, dann haben wir nach vorn und nach hinten natürlich und haben hier nochmal zwei Knöpfe. Mit diesen zwei Knöpfen kann man, wenn man da lange drückt, hier eben einstellen, dass man, wenn man den rechten Knopf drückt, er nach links lenkt und andersrum. Beziehungsweise, wenn man es wieder lange drückt, eben wieder in den alten Modus, wo man, wenn man den rechten Knopf drückt, auch wirklich nach rechts lenkt. Was man vor dem Kauf von dem Fahrzeug hier auf jeden Fall wissen muss, ist, dass man beim Spielen dann einen gewissen Platz im Haus braucht. Denn das Fahrzeug hat keine wirkliche Lenkung in dem Sinne, dass man auf der Vorderachse lenkt. Das hier vorne ist starr. Sondern das Fahrzeug lenkt, indem es eben die beiden Reifen auf der Antriebsachse, was hier die Hinterachse ist, gegengesetzt laufen lässt und damit lenkt es. Aber das bedeutet natürlich auch, dass das Fahrzeug beim Lenken immer nach vorn oder ein Stück nach hinten fährt, wodurch es einen relativ großen Wendekreis hat. Und jetzt der Grund, warum ich so explizit gesagt habe, ihr braucht da viel Platz in eurer Wohnung. Denn das Ganze ist überhaupt nicht outdoor geeignet. Ich habe es draußen getestet und von der Stärke her würde er das schon schaffen und würde auch ein paar Unebenheiten schaffen, genauso wie er auch niedrige Türschwellen schafft zu überfahren. Aber er fällt da förmlich auseinander. Hauptproblem ist dabei der hintere Teil, der ganz gerne mal abfällt und die beiden Reifen hinten lösen sich, wenn man zu viele Bodenwellen hat, beziehungsweise wenn man auf einem unebenen Untergrund oder eben auf Schotter lenkt. Das nenne ich euch ja zeitgleich auch nochmal mit ein. Das ist wirklich, dass beim ersten oder zweiten Lenken ein Reifen abfällt. Dann kann man tatsächlich noch damit fahren, also der fährt ziemlich gut noch mit einem Reifen, aber spätestens, wenn der dann auch noch abgefallen ist, ist eben Schluss. Und selbst wenn die Reifen halten, würde hier hinten diese Ladefläche abfallen, was eben an der Klemmkraft liegt. Genauso ein Teil, was gerne abfällt, ist hier vorne die Stoßstange und in ganz seltenen Fällen kann es sein, dass ich diese Verbindung hier lösen möchte, aber das war wirklich sehr, sehr selten und ist beim ganzen Spielen, wie gesagt, ungefähr 10 reine Fahrstunden mit dem Fahrzeug einmal aufgetreten. Hingegen kann es aber auch mal in der Wohnung passieren, dass der Teil hier abfällt oder vorne die Stoßstange abfällt. Das ist je nachdem, wie vorsichtig ihr fahrt und wenn ihr eben doch der Typ seid, der aus Versehen mal ein bisschen gegen den Schrank fährt oder gegen den Karton oder was auch immer dort steht, dann wird das ziemlich sicher abfallen.
Mit einer Akkuladung kommen wir bei dem Fahrzeug ungefähr 30 Minuten hin, was aber auch wieder davon abhängt, wie oft ihr aufhören müsst, um das Ganze wieder zusammenzuschustern. Wenn ihr jetzt wirklich rein durchfahrt, sind es ungefähr 25 Minuten, die ihr mit dem Fahrzeug fahren könnt. Und wie gesagt, auch wenn das Ganze hier eigentlich hochgelegt ist und man damit einiges an Bodenfreiheit hätte, das ist überhaupt nicht geländegeeignet, außer ihr tauscht hier bestimmte Teile aus, aber diese Teile in dieser Farbe zu bekommen, wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden. Oder ihr habt halt kein Problem, wenn das Fahrzeug dann so hier fährt, weil eben das Hinterteil abgefallen ist. Aber das ist ja auch auf jeden Fall nicht der Sinn der Sache. Und austauschen müsstet ihr auch auf jeden Fall noch diese Achsen hier, weil, wie gesagt, die fahren dann sehr schnell ab. Und das ist ja auch sehr logisch, wenn eben beim Fahren diese Kräfte wirken, dadurch, dass diese zwei Reifen sich unterschiedlich drehen und damit dann ja quasi die Kraft nach außen drückt und damit die Achse förmlich aus dem Motor rauszieht. Ansonsten, das Fahrzeug hier hat schon wirklich eine gewisse Power. Also das geht schon auch flott voran. Also man kann damit, wenn man das Spielen auf die Wohnung beschränkt, trotzdem wirklich Spaß haben. Dort fährt es sehr gut auf Parkett und es wühlt sich auch durch den Teppich durch. Also es bleibt da nicht sofort hängen, weil dort die Kraft fehlt. Das macht das Fahrzeug wirklich sehr gut mit. Und wenn ihr nicht gerade die Angewohnheit habt, so oft die Wand beim Fahren zu rammen, dann werdet ihr auch relativ wenige Probleme haben, dass dort Teile abfallen. Das wird hin und wieder mal passieren, aber es ist dann nicht die Regel, wie es eben Outdoor ist. Das Fahrzeug ist jetzt optisch leider nicht der Riesenhingucker, also da muss man drauf stehen, aber eben so einige Übergänge und gerade hier hinten bei den Scheiben sehen wirklich nicht allzu gut aus. Aber Optik ist ja sowieso Geschmackssache, kann ja sein, dass es euch trotzdem so gefällt. Aber ein harter Fakt ist natürlich der Preis. Und das Set kostet auf Amazon, wo man es momentan am günstigsten bekommt, 24,99 €. Und das ist eigentlich okay, wenn wir nicht die Teileprobleme hätten. Wenn die Teile ein bisschen besser halten würden und wir nicht das Problem haben, dass die Reifen abfallen, dann würde ich sagen, das ist das Set auf jeden Fall wert. Aber dann wäre es auch geländegängig gewesen und hätte sich von den kleinen Kada-Cars, die ungefähr 17 € kosten, auch ferngesteuert sind und ungefähr dieselbe Teileanzahl haben, aber dann auch eine funktionierende Lenkung auf der Vorderachse, dann hätte sich's da abgehoben, weil man es eben im Gelände nutzen kann. Und das würde auch richtig Spaß machen. Also ich weiß nicht, ob ihr es auf den Aufnahmen gesehen habt, ich blende es nochmal ein, der wühlt die Steine richtig auf, weil der schon wirklich Power hat. Und das kann so ein Kada-Supercar nicht, weil das bei den Steinen einfach hängen bleiben würde. Aber in dieser Situation, wo es das Fahrzeug ja nicht kann und damit das Fahrzeug auch dieses Alleinstellungsmerkmal leider nicht hat, sind mir die 24,99 € zu teuer. Wenn ihr natürlich das Fahrzeug mal ein bisschen günstiger bekommen würdet, ich würde sagen, alles ab 15 € ist da auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Kann ja sein, dass das mal irgendwo günstig im Discount ist oder im Abverkauf. Die Marke ist ja jetzt auch noch nicht so bekannt. Das Set ist also keine komplette Vollkatastrophe und man kann damit trotzdem Spaß haben, aber eben auch nicht die große Kaufempfehlung. Nur wenn ihr wirklich auf das Fahrzeug so steht, mit den Macken, die es hat und vom Aussehen das so cool findet oder warum auch immer, dann könnt ihr es auf jeden Fall kaufen. Wie gesagt, ihr werdet dann trotzdem damit Spaß haben. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.